Ein biologischer Hotspot ist eigentlich ein bisschen unterschiedlich definiert, aber es geht immer darum, es ist ein Hotspot, wo viele Arten miteinander vorkommen. Es kann ein Hotspot sein, wo definiert ist, dass zusammen viele seltene Arten vorkommen. Das ist auch eine Definition. Aber es geht immer darum, dass viele Arten miteinander an einem relativ kleinen Ort gemeinsam vorkommen. So einen Hotspot, den wir hier haben, den können wir sehr gut auch in einer Stadt einrichten. Wir könnten sogar mehr oder weniger so übertragen. Eine Stadt hat ein ähnliches Lokalklima, wie es hier im Wallis herrscht. Es ist wärmer als in der Umgebung. Es ist ein bisschen trockener. Wir haben hier eine Auswahl von verschiedenen Thymian-Arten, die wir alle auch in der Stadt abpflanzen können. Es hat einen Salbeistrauch und verschiedene andere Kräutchen. Und was vor allem wichtig ist, es hat offenen Boden. Und das ist auch etwas, was in der Stadt eine wichtige Komponente ist. Weil an diesen offenen Bodenstellen kommen dann oft Pflanzen spontan auf, die man sonst in der ganzen Stadt nicht mehr hat. Oder es können Insekten wie zum Beispiel Wildbienen vorkommen, die auch sonst keinen Lebensraum mehr haben. Es wäre toll, so Hotspots in der Stadt auch zu haben. Nicht nur, weil sie schön sind, sondern auch doch könnte auch die Bevölkerung davon profitieren, indem sie zum Beispiel ganz spontan für ein Rindsgeschnetzeltes ein bisschen Thymian pflücken an so einem Hotspot.